Ein Hauch Champions League weht auf alle Fälle durchs Greifswalder Volksstadion. Christian Tiffert als Spieler einst in der Königsklasse aktiv mit dem VfB Stuttgart gewann er unter anderem gegen Sir Alex Ferguson und Manchester United. Die Trophäe anfassen bzw. bestaunen durfte aber wohl nur er, Roland Kroos, der Papa von Toni Kroos, der fünfmal Champions League-Sieger geworden ist. Gut 300 Fans treten die weiteste Auswärtsreise der Saison mit an. 500 Kilometer sind es von Chemnitz nach Greifswald. Die Fahrt soll sich lohnen, aber erstmal bekommen sie nicht so viel geboten. Nach 17 Minuten ist das der erste Torschuss von Brückmann und dann muss erstmal der Akku aufgetankt werden. Es ist heiß an der Küste. Auf dem Rasen ist es aber ziemlich mau. Der Gastgeber macht das sehr geschickt, steht äußerst kompakt, das Ganze vor 2200 Zuschauern. Gute Kulisse, leider kein gutes Spiel. Halbe Stunde ist schon absolviert. Chemnitz hat mehr Ballbesitz, Chemnitz hat mehr von der Partie, aber Chemnitz hat nur ganz wenige Ideen. Matti Kamenz im Tor des FC Greifswald hat wenig zu parieren. Das erste Regionalliga-Heimspiel der Vereinsgeschichte ist wahrlich kein Brüller, aber die Greifswalder, sie machen das als Aufsteiger gegen den großen Favoriten durchaus geschickt. Viel geht über rechts beim CFC, aber es fehlt die Inspiration, es fehlt oft die Genauigkeit. Und wenn mal eine Flanke hereinsegelt, dann steht Greifswald gut. Walter setzt hier mal gut nach. Und dann Brückmann. Der Mittelstürmer hat eigentlich einen guten Abschluss. Ja, das stimmt tatsächlich, den hat er. Nur nicht am heutigen Nachmittag in Greifswald. Tja, was sagt man zu dieser ersten Halbzeit, Christian Tiffert? Genau. Das. Für Menschen mit Schlafstörungen war dieser Durchgang ein echter Genuss, aber da darf es dann schon ein bisschen mehr sein. Zweiter Abschnitt, 55. Minute, Chemnitz bleibt spielerisch überlegen, aber trifft dann oft die falsche Entscheidung. Bestes Beispiel hier, Brückmann kann jetzt rauslegen auf Berger, verzögert aber viel zu lang, dann ist Greifswald wieder geordnet, die Flanke ist nix, Berger spurtet hinterher, fault dann Weiland, sieht dafür auch noch gelb. Diese Auswärtsfahrt ist bislang völlig enttäuschend. Dabei ging's zum Saisonstart so gut los, 3-0 gegen TB, richtig überzeugend. Die mitgereisten Fans versuchten sich das Ganze schön zu singen und vielleicht auch schön zu trinken. Gute Stunde, es absolviert Eckball Paljuka und Greifswald wird peu à peu mutiger. Und jetzt ist der CFC mal hinten blank. Kakpo lässt gut abtropfen für Maxim Kowal. Der Kanadier mit ukrainischen Wurzeln, Neuzugang aus Halberstadt mit dem bis hierhin gefährlichsten Abschluss der gesamten Partie. Es wird ein bisschen besser. Das Niveau aber weiterhin überschaubar. 65. Endlich mal eine gelungene Kombination. Kirchicek kam ins Sicher. Kirchicek, der den Vorzug vor Ulrich heute bekommt. 70. Minute. Ausgeglichenes Spiel. Greifswald mit einem 0-2 gegen den Berliner AK gestartet, aber auch mit Erfahrung im Team. Tom Weilands, gebürtiger Rostocker. 175 Zweitligaspiele kam neu aus Bochum. Absoluter Königstransfer. 71. Minute. Endlich ist es mal ein wenig flotter. Wieder Brückmann, aber wieder Endstation beim Ex-Zwickauer Matti Kamenz. Christian Tiffert sieht einen bisschen besseren zweiten Durchgang, aber zufrieden kann er mit dem Dargebotenen noch nicht sein. Vor allem auch, weil Greifswald hier mehr wittert als nur ein 0-0. Jakubow muss nach 81 Minuten hin. Die Flanke von Bilbia unbequem. Der anschließende Eckball. Groß gewachsen sind sie, auch Julian Rühl. Da fehlt nicht viel. Der Aufsteiger schnuppert an der Sensation. 83. Minute. Schon wieder der Gastgeber. Und das ist Lukas Knechtl. Der kam letztes Jahr vom CFC und scheitert hier an Jakubow. Greifswald hat die dickeren Gelegenheiten, aber Chemnitz einen guten Schlussmann.
Und so sind wir schon in der 90. Spielminute. Noch einmal Eckball Paljuka und es wird tatsächlich noch mal richtig gefährlich, der Kopfball von Kampulka. Aber auch der wird entschärft von Matti Kamenz. Und so bleibt's beim torlosen 0:0 zwischen dem FC Greifswald und dem Chemnitzer FC. Das war schwer enttäuschend von Himmelblau. Die Ansprüche, sie sind hoch und da war das heute viel zu wenig. Greifswald erarbeitet, erackert sich, verdient sich diesen Punkt. Defensiv war das astrein und mit etwas mehr Glück im Abschluss hätten sie es sogar gewinnen können. Christian Tiffert mit seiner Mannschaft enttäuschend, das wird eine lange, triste Heimfahrt. Es gilt viel aufzuarbeiten vor dem Hit nächste Woche Freitag zu Hause gegen den BFC Dynamo.